Greta verstärkt seit einigen Monaten bei Sturm der Liebe das Fürstenhof-Team. Verkörpert wird die Köchin von Laura Oswald. Aktuell gibt es in der Serie zwischen Greta und Noah Probleme, das Paar trennt sich sogar. Wie Laura im Interview mit Promipool verrät, ist das für sie besonders schade. In erster Linie ist es ja immer so, dass es total traurig ist, sich auch emotional von Schauspielkollegen zu trennen. Und damit geht ja auch eine Trennung von uns als Schauspielern so ein bisschen einher. Das heißt, man arbeitet nicht mehr so viel miteinander. Man ist so ein bisschen getrennt, jeder findet eine andere Ebene. Das ist traurig, weil wir uns tatsächlich auch wirklich gut verstanden haben. Jetzt wünscht sich die Schauspielerin erst einmal eines für ihre Figur. Naja, ich denke, Margrethe soll es genauso machen wie ich. Erstmal das Single-Leben genießen, wieder rausgehen, feiern gehen, Zeit mit Freunden zu verbringen und das Leben zu genießen. Es gibt so viele andere schöne Dinge im Leben wie eine gut funktionierende Partnerschaft. Und ich glaube, wenn man sich am Ende selbst findet, dann kommt auch irgendwann die neue Liebe. Wenn dann irgendwann doch wieder die Funken fliegen, wie sollte der Traummann für Greta sein? Und der perfekte Partner für Greta ist auf jeden Fall jemand, der einen eigenständiges Leben führt, wo es jetzt nicht unbedingt diese hundertprozentige Symbiose ist, sondern wo man sich immer wieder findet, sich immer wieder wertschätzt, auf Augenhöhe. Jemand, der ihr auf Augenhöhe begegnet, würde ich sagen. Die Sturm der Liebe-Zuschauenden dürfen gespannt bleiben, ob bald die richtige Person in Gretas Leben tritt.